Grüß euch gut miteinander und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich ganz narrisch, dass ihr wieder dabei seid bei meiner Sendung. Ja, und der möchte sich natürlich auch vorstellen, das ist ja ganz logisch. Liebe Leidl, darf ich vorstellen, das ist mein Freund, der Quincy. Ein richtiger, echter Berner Sennenhund. Und wir zwei werden die nächsten Sendungen miteinander verbringen. Wir möchten euch gerne zeigen, den Schatz unserer Erde. Beginnen wir heute am grünen Inn. Und den reisen wir entlang durch drei Länder. Der Inn entspringt am Maloja-Boss in der Schweiz. Dann rauscht er durchs Engadin mit dem berühmten St. Moritz in Richtung Österreich. Dort geht es über Innsbruck, Hall und Wattens nach Kufstein. In Bayern besuchen wir Wasserburg, dann das Europareservat Unterer Inn und ganz am Schluss landen wir dann in Passau. Ja, hier im Engadin geht's also los, liebe Zuschauer. Dort, wo der Inn noch ganz jung ist. Ah, ist das nicht eine herrliche Landschaft da? Kannst du sagen, die Natur ist das reinste Wunderwerk. Vom kleinsten Grashalm bis zum mächtigsten Berg. Und über allem der endlos blaue Himmel. Aber, und das soll man nie vergessen, es ist uns alles nur geliehen. Und deshalb müssen wir es beschützen und bewahren. Für unsere Kinder und Kindeskinder. Und auch das, was wir Menschen geschaffen haben. Die Kunstwerke. Die alten Häuser und Dörfer, die Handwerker und Traditionen. Auch das müssen wir mit Ehrfurcht behandeln, damit uns das Schöne erhalten bleibt zwischen all den Autobahnen und Industriegebieten. Und deshalb, Herr Quincy, schauen wir uns um in dieser wunderschönen Natur. Es ist schön, dass es Sie gibt in meinem Leben. Voller Pracht, so stehen sie da im Sonnenschein. Und ich weiß, es wird die Berge immer geben. Und nur du sollst mein Begleiter dahin sein. Ich habe ein Herz für die Berge, für alle Menschen und dich ganz allein. Es schlägt für dich und die Berge, so war schon immer, so wird's immer sein. Ich hab ein Herz für die Berge, ganz oben ist mir das Glück einfach nah. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah, das wär wunderbar. In mir, da fühl ich immer diese Sehnsucht nach der Liebe und dem Glück auf Bergeshöhe. Und nach dir, da hat mein Herz auch diese Sehnsucht, dass wir zwei dann ganz allein am Gipfel stehen. Ich hab ein Herz für die Berge, für alle Menschen und dich ganz allein. Es schlägt für dich und die Berge, so war schon immer, so wird's immer sein. Ich hab ein Herz für die Berge, ganz oben ist mir das Glück einfach nah. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah. Wär wunderbar. Für mich gibt's nichts Schöneres, als bei dir zu sein. Mitten in den Bergen, nur wir zwei allein.
Ich hab ein Herz für die Berge. Ganz oben ist mir das Glück einfach nah. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah. Das wär wunderbar. Und bist du dann da, dann sei mir ganz nah. Das wär wunderbar. Das Wunder der Schöpfung ist das Wasser. Wasser formt Schluchten und Täler. Es bildet Seen und Meere, trägt Boote und Schiffe. Und das Wasser bringt uns Energie, Strom und Licht. Und ohne Wasser gäbe es kein Grün auf der Welt. Nicht einmal ein einziges Blatt und nicht die kleinste Frucht würde gedeihen. Sozusagen ist natürlich Wasser tausendmal wichtiger als Öl oder Benzin. Denn Wasser ist Leben. Das ist jetzt der Silsersee. Das ist der erste See, den der Junge ihn speist. Hey, schau. Aha, da haben Sie ja schon zwei angefreundet. Ja. Monique, grüß dich. Grüß dich, Hansi. Mensch, mir freut es wirklich, dass ja, ich dich wieder sehe. Dankeschön, danke, dass ich kommen konnte. Du bist ja eine richtige Schweizerin. Jetzt darf ich dich gerne bitten, unsere Zuschauer zu erklären, wo eigentlich dieser Name Engadin herkommt. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das ist aus dem Rätoromanischen. Rätoromanischen? Ja. Aha, jetzt musst du uns weiter erklären. Ihr habt vier Sprachen in der Schweiz. Genau, wir haben Französisch, Italienisch, Deutsch und Rätoromanisch. Aha. Und was hat jetzt das mit Engadin zu tun? Es ist ganz einfach, das Engadin wird so schön beschrieben. In zum Beispiel, das ist N und aha. Gardin ist Garten. Und schön übersetzt heißt es eigentlich nichts anderes als der Garten des Inns. Ah, das ist was Schönes. Okay. Das ist was Schönes. Das ist die Schweiz. Wunderbar. Und da drüben ist der Inn? Ja, ganz genau. Aha, da genau. Entspringt er, oder? Da entspringt er auf dem Lunginsee. Der ist 2500 Meter hoch. Aha. Und da ist ganz, ganz eine raue Gegend. Und es kann schon sein, dass sie im Frühsommer noch sehr viel Schnee haben. Ja, das sieht man. Es genau. Ist sehr viel Schnee oben. Und ganz was Interessantes nämlich, im Frühjahr dann, wenn nachher die Schneeschmelze kommt, gell? Genau. Am Piz Lugin ist nämlich eine Wasserscheide. Ah. Jetzt pass auf. Da kann sich nämlich der Wassertropfen entscheiden, was für einen Weg er nimmt. Okay. Entweder er geht über den Po an die Adria. Mhm. Oder er nimmt den Rhein an die Nordsee. Mhm. Oder er nimmt den grünen Innis und nachher am Schwarzen Meer. Aber was du nicht alles weißt, da schaust das gell? Gibt's ja gar ja? Nicht. Ja, da schaue ich wirklich. Kennst du aus? Ah, aber okay. In dem Fall hast du gleich gelernt wie ich. Kennst du dich da aus? Man muss sich ein bisschen vorbereiten. Ne? Ja klar, das habe ich ja alles auch gelernt. Gell? Aber es ist schon so, der Tropfen, wenn er sich für den Inn entscheidet, dann kommt er in die wunderschönen Oberengadiner See. Mhm. Ganz am Anfang ist der Silsersee, mhm. Da wo wir jetzt sitzen. Und dann kommt er in den Silvaplaner See und ganz zum Schluss zum St. Moritzersee. Schöne Reise. Also eigentlich könntest du ja du wunderbar als Fremdführerin arbeiten. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich würde das sehr gerne machen. In der Gegend, da lässt sich sie auch leben. Aber an und für sich hätte man schon gedacht, dass du uns ein ganz nettes Lied singst. Was hast du mitgebracht? Ich habe mir gedacht, in der schönen Gegend, wie hier ist, habe ich mir eine wunderschöne Ballade mitgebracht. Mhm. Die ist ganz still, sie ist ganz ruhig. Und ich glaube, in der hektischen Zeit, wie wir leben, brauchen wir auch wieder vermehrt etwas Stille. Also Monique, das hast du jetzt ganz wunderbar gesagt. Okay. Und wir freuen uns jetzt auf die Monique mit einem ganz stillen Lied. Quincy, wir zwei müssen jetzt ganz still sein. Ganz still. Mhm. Auf diese Reise in das Leben.
so mancher Melodie. Die leisen Lieder sind die Sieger, weil sie uns zu Herzen gehen. Doch das Wissen hat nur Menschen, die auch mit dem Herzen sehen. Die leisen Lieder sind die Sieger, mit Romantik und Gefühl. Verfliegt bei ihnen Lärm und Hektik, und in dir wird's wieder still, wird es wieder still. Seine Töne balsam auf die Seele gibt. Graue Stunden sind vergessen, weil das bunte Leben zählt. Du hast wieder Kraft und Ruhe, die hat nur Musik gefehlt. Die leisen Lieder sind die Sieger, weil sie uns zu Herzen gehen. Doch das Wissen hat nur Menschen, die auch mit dem Herzen sehen. Die leisen Lieder sind die Sieger, mit Romantik und Gefühl. Verfliegt bei ihnen Lärm und Hektik, und in dir wird's wieder still. Die leisen Lieder sind die Sieger, weil sie uns zu Herzen gehen. Doch das Wissen hat nur Menschen, die auch mit dem Herz ansehen. Die leisen Lieder sind die Sieger, mit Romantik und Gefühl. Verfliegt bei ihnen Lärm und Hektik, und in dir wird's wieder still, wird es wieder Manche von euch werden es vielleicht gar nicht glauben, aber das berühmte St. Moritz liegt tatsächlich am Inn. Und der fließt nämlich mitten durch den St. Moritzer See. Und noch was Unglaubliches gibt es hier. Einen Turm. Und der ist schiefer als der in Pisa. Das Überbleibsel einer Kirche, die dem heiligen Mauritius geweiht war. St. Moritz hat also seinen Namen vom heiligen Mauritius. Hey, Quizzi! Wohin laufst denn? Was ist denn da oben los? Na, servus. Ja, der Quizzi, der ist gar nicht so blöd. Das ist einmal so ein bisschen zu laut. Grüß euch, Kinder. Grüß euch. Sag mal, was macht denn ihr da einmal für einen Radau? Das ist der Chalandemarkt, ein alter Brauch. Mit unseren Schellen vertreiben wir den Winter. Den Winter? Aha. Aber seid ihr nicht ein bisschen spät dran? Wir haben auf dich gewartet. Das ist aber nett von euch. Danke vielmals. Ja, dann kann es ja losgehen, oder? Ja. Ja, und übrigens, apropos. Die St. Moritzer sind ja sowieso auf der Sonnenseite daheim, weil die haben, stellt euch vor, 322 Tage Sonne im Jahr. Ja, und bei so viel Sonne ist den St. Moritzern sozusagen ein Licht aufgegangen. Sie nutzen nämlich die Sonnenstrahlung zur Energiegewinnung. Und dann speisen sie den Strom in das öffentliche Netz. Und dafür sind sie sogar ausgezeichnet worden. Mit dem Titel Höchstgelegene Energiestadt Europas. Und im See haben wir eine Heizung für unsere Schule. Ach, das ist ja sensationell. Das ist eine gute Idee. Ja, also, wie schaut's aus? Machen wir da ein bisschen Musik? Ja! Ja!
Eigentlich hätte ich den Marc Pircher gemeint. Hey Madel, jetzt steh ich da und weiß nicht, was ich sagen soll. Liebs Madel, mein Herz ist bis zum Rand mit Schmetterlingen voll. Hey Madel, jetzt wirst du denken, der ist deppert, der ist blöd. Dabei rattert mein Herz, was soll ich bloß sagen, sonst rat sie sich um und geht. Ich seh Sternenstaub. Verschwindest in die Nacht. Oh Madel, das, was sie sagen wollte, hab ich nur gedacht. Madel, jetzt bleibt mir nur noch dieses Lied hier, nur für dich. Und wenn du's mal im Radio hörst, ja, dann denk ich bitte gleich an mich. Ich seh Sternenstaub. Nichts ist so friedlich wie ein stilles Gewässer. Ein kleiner Bach, ein romantischer Teich. Ja, und dabei ist Wasser, wenn es einmal in Bewegung kommt, stärker als jeder Fels. Das Weiche besiegt das Harte. Und das sieht man auch am Inn. Im Unterengadin wird er zum reißenden Wasser. Ungeduldig kämpft er sich durch die Felsschluchten durch. Also ein wahres Eldorado für die Kajakfahrer. Aber es ist nicht ganz ungefährlich. Profis kommen sogar ins Schleudern. Thank you.
Also, liebe Zuschauer, das Alphorn-Ensemble Enschadina. Einfach wunderbar, gell? Ja, dieses Alphorn, schon ein tolles Instrument. Und gerade wenn die Männer dann so spielen, da in den Bergen heroben, dann spürt man schon die Kraft und diese Einfachheit und diese Natur auf diesen Horn heraus. Einfach wunderbar. Ich darf euch noch gerne ein bisschen zuhören, aber der Quincy und ich, wir haben jetzt eine Verabredung im Schweizerischen Nationalpark. Ja, Hansi, da musst du nun allein gehen. Hunde dürfen nicht in den Park, aber du kannst einfach bei uns lassen und wir passen auf ihn auf. Ja, gut, wenn das ja so ist. Quincy, bist du einverstanden? Gut. Also, Amanda, vielen Dank, dass du so bärig mitgespielt hast. Danke vielmals und alles Gute weiterhin. Quincy, du brav sein, gell? Weil ich treffe mich jetzt nämlich mit Not Armon, mit dem Parkranger. Vielen Dank für uns. Für dich. Ciao. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele Menschen sagen, hätte ich doch nur so einen Beruf wie der Parkranger vom Nationalpark, der Not Armon Willi. Jetzt muss man du aber die Zuschauer erklären, wie du zu diesem außergewöhnlichen Namen kommst. Also mein Name ist ein richtiger rätoromanischer Name. Aha. Und das heißt so viel, also Not heißt Otto und Armon heißt Hermann. Ganz einfach. Und ganz einfach. Und Willi, das ist mein Familienname. Also Otto Hermann, warum habe ich eigentlich meinen Quincy da jetzt nicht mit hernehmen dürfen? Also wir haben im Nationalpark sehr strenge Vorschriften. Aha. Und Hunde sind verboten im Park. Wir haben für die Besucher auch ganz strenge Vorschriften. Also man kann nicht kein Feuer machen, keine Blumen pflücken, auch kein Camping. Mhm. Das ist alles verboten. Wir lassen wirklich die Natur Natur sein. Auch wenn ein Baum umfällt, also das wird nicht geräumt, mhm. Es werden keine Wiesen gemäht. Und die Natur, die kommt also sehr zurecht, auch ohne wir Menschen. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Und wenn die Natur wichtig ist, dann ist ja, glaube ich, jede Gattung von Tieren ganz wichtig. Wenn es auch nur der kleinste Käfer ist, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei euch im Park auf ein Tier besonders stolz seid, nämlich den Steinbock. Der Steinbock ist ja unser Wappentier von Graubünden. Der ist ja sehr stark und majestätisch. Der wurde ja sehr stark bejagt. Und man wollte also viele, viele Sachen vom Steinbock als Wundermittel holen. Und deshalb ist er fast ausgerottet worden, gell? Jawohl, ja. Ah, ja. Aber eben dank mutigen Schweizer, die sind nach Italien gegangen und haben den Steinböcke in die Schweiz geschmuggelt. Und somit wurde der Steinbock wieder heimisch bei uns. Also Not Armon, vielen Dank für diese tolle Führung. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute, dir und deinen Mannen, dass das alles so passiert, wie ich das vorstellt da im Park. Und liebe Zuschauer, ich möchte euch gerne einladen jetzt in ein typisches Engadiner Dorf, ein ganz altes, Guarda. Und ich glaube, das kennst du auch, gell? So ist es. Also in Guarda bin ich geboren
Und Guarda ist das, also das schönste Dorf im Unterengadin. Ja, dann müssen wir hin, oder? Jesus, an Quincy darf man nicht vergessen. Genau, ja. Hey. Was dich bedrückt, geht vorbei. Hat mein Großvater zu mir gesagt, als mein Glück in Scherben lag und auf Regen da folgt dann wie der Sonnenschein. Das liegt an dir allein. Der liebe Gott hat dir ein Herz gegeben und das zeigt dir den Weg zum Glücklichsein. So wie der Weg durch die Berge, geht's mal bergab, mal bergauf. Manchmal wird die Luft sehr dünn, manchmal fällst du auch mal hin. Aber das ist egal, steh wieder auf. Ein Dorf im Bilderbuch, das ist Guarda, im Unterengadin mit seinen alten Engadiner Häusern. Das sind Bauernhäuser, ein Platz für Mensch und Tier. Und früher, da war überhaupt alles unterein im Dach. Glaubt es oder nicht, sogar der Misthaufen. Ja, und die Häuser mit ihren wuchtigen Mauern, mit den relativ kleinen Fenstern, die waren natürlich gut, weil die haben im Winter die Wärme nicht ausgelassen und im Sommer die Hitze nicht herein. Ja, das waren natürlich perfekte Energiesparer. So, liebe Leute, bei uns geht's aber jetzt weiter mit einer Musikfamilie aus der Schweiz. Und der Papa ist richtig stolz und er strahlt über das ganze Gesicht, wenn er mit seiner Frau, mit seinen zwei Söhnen und mit seiner Tochter Melanie für euch singen kann. Da sind Ösch betrifft. Ja, wir sind eine Judenfamilie, drum lässt uns das Juden nicht los. Dein Opa, da hat's schon begonnen, drum sagt auch bei uns jeder bloß. Ja, wir sind eine Judenfamilie und wir Juden aus Spaß an der Kreuz. Für uns gehört das einfach zum Leben,
gehört das einfach zum Leben. Und so ist es auch wieder heute. Ja, die Brüder spielen Bass, Gitarre und eins der spielt Harmonika. Für euch, ihr lieben Leute, weiß jeden freut. Ja, mit ein bisschen Einfühlungsvermögen könnten sich Menschenwerk und Natur perfekt ergänzen. Das beweist die Festung Altfinstermünz. Sie fügt sich total harmonisch in die Landschaft ein. Außerdem wird bei Finstermünz der Inn zum Österreicher. Und schon lässt er alles gleich ein bisschen ruhiger angehen und fließt einfach nur geradeaus durch Landeck. Das ist die Au, das ist der Inn, hinter mir ist der Innauer, Toni. Anze, red nicht so lang, komm her, hilf mir, Fisch einsetzen. Toni, grüß dich. Servus, Anze. Du bist ja wirklich ein Überflieger, kann man sagen. Als Skispringer hast du so eine tolle Karriere gemacht. 1980, Goldmedaille im Skispringen, unvergesslich für mich. Und wer kommt jetzt so ein begnadeter Skispringer wie du zum Fliegenfischen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das fängt halt wie immer, als Lausbub fängt man an, da habe ich nicht mit der Fliege, sondern mit den Händen versucht, die Forellen im Bregenzerwald zu fangen. Dann hat mir angefangen, weil ich das Fliegenfischen kennengelernt habe, zum Gegensatz zu normalen Fischen, das technisch Schwierige, das Sportliche, was uns auch am Golf oder am Tennis so herausfordert, als ehemaliger Sportler, das ein bisschen in den Griff zu kriegen, genau die Fliegen präzise dorthin zu werfen, wo sie der Fisch braucht. Und heutzutage, in meinem stressigen Leben gehe ich halt schon gerne mal so einen wunderschönen Fluss herunter, genieße die intakte Natur, hab die Ruhe, kann mich zurückziehen, kann entspannen, nimm ganz gerne auch einmal einen Fisch mit heim. Du bist ja Innbotschafter geworden, und zwar von dem WWF, das ist die größte Naturschutzorganisation der Welt. Aber wieso braucht jetzt der Inn einen Botschafter? Vielleicht haben sie gemerkt beim WWF, dass Innauer ganz gut zum Inn passt. Ach so, und ja, genau. Genau, die Innauen sind nämlich auch zu schützen, weil es nicht selbstverständlich, früher hat es Kilometer und zig Kilometer lang dem Inn entlang Innauen gegeben. Heute wird der Inn intensiv natürlich wirtschaftlich genutzt und es sind wenige dieser schönen Auen, wo man Fische wirklich, wo die sich natürlich fortpflanzen können, wo Amphibien leben, wo die Vögel ihren Lebensraum haben, wo die Fischer dann auch gerne runtergehen, aber nicht nur die Spaziergänger einen wunderschönen Erholungsraum haben. Und darum braucht man das Bewusstsein, dass diese Stellen schützenswert sind. Ah, das ist in Ordnung, absolut. Aber du hast mir nicht zum Fischen eingeladen, gell? Nein, nein. Sondern für ganz besonders. Jetzt bin aber ich ein Nichtfisch, ich habe keine Ahnung. Muss man schon erklären, zum Eschen setzen. Warum tut man das und für was ist jetzt das gut? Zuerst einmal, die Eschen war früher der hauptvorkommende Fisch am Inn. Es hat am meisten Eschen gegeben. Das ist wahnsinnig stark zurückgegangen. Es gibt aber Projekte, dass man die Eschen einsetzt in ganz einem kleinen jugendlichen Alter, wie wir sie da haben. Und dann können die da sich entwickeln und wachsen und finden auch wieder Einstände, wo sie dann natürlich sich weiter vermehren können. Und da tun die Fischer nicht nur Fisch aus, sondern wir tun sie eine, um dem Fluss das zurückzugeben, was er einmal gehabt hat, nämlich viele Eschen. Das ist schön. Das zeige ich dir jetzt, du bist ja schon super angezogen. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Das muss man. Bin ich gern dabei. Und was würde ich sagen, wenn wir das machen? Dann spielen die jungen Zillertaler für einen Ex-Weltrekordler im Skifliegen ein Lierl, das heißt Fliegerlierl. Aber zuerst setzen wir ein. Ja, das machen wir, da freuen wir uns schon richtig. Okay, auf geht's. Schwung. Langsam, wie viel? Langsam, hey. Drama ist ein bisschen unbedacht, gell? Und in die Richtung. Ja, genau, los machen schon. Machen wir da nicht viel aus. Aussuchen.
Freiheit. Ja. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt der Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Hallo Flieger! Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg. Wie ein Flieger bin so stark, stark, stark wie ein Flieger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nimm die beide an, weil ich die mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. Da haben wir ein bisschen arbeiten jetzt zwar. Ja, schau mal. Ha? Schau mal, die Finger. Um die Haltung des Lebensraums für Tiere und Pflanzen entlang des Inns bemüht sich auch der WWF mit verschiedensten Initiativen. Unter der Anleitung von Betreuern wie Toni Vorauer führen Schulklassen Exkursionen und Forschungsprojekte in den Flussauen durch. Oder sie starten wie heute Müllsammelaktionen in den Schutzgebieten. Und dabei lernen schon die Kleinsten sehr viel über die reiche Tier- und Pflanzenwelt entlang des Flusses. Und sie begreifen, wie wichtig es ist, dass der Inn als Lebensraum für uns alle erhalten bleibt. Schönes Tag, gell? Die schöne auch. Schau, Hansi, wie viel wir schon gefunden haben. Jesus, Lukas, was hast denn du alles da für einen Misthaufen mit? Für die Leute, die das weggeschmissen haben. Ha? Aber ich finde es das gut, dass ihr Kinder das Gefühl habt für die Umwelt, dass das sauber sein muss. Das weiter, das alles aufsammeln. Bravo. Ja. Hey Quincy, was ist denn los mit dir? Das wird ein ganz unruhiger von. Ja, dem werden wahrscheinlich die Nester vom Flussregenpfeifer interessieren. Da drüben auf der Schotterbank, da brüten sie. Ah, da drüben sind die. Mhm. Ich habe schon gehört davon, aber am Inn, glaube ich, sind nur mehr 8 Paare, oder? Ja, leider Gottes. Der Inn ist ja stark verbaut. Mhm. Und gerade solche Schotterbänke, so tolle Lebensräume, die sind eigentlich ganz, ganz selten geworden. Also, ist unglaublich. Der Mensch, gell, überall, wo so ein ruhiges Platz findet, so, das ist natürlich einladend, diese Sandbänke. Aber sie vergessen halt ganz, dass da Tiere sind und die Ruhe brauchen. Ne?
Ja, genau solche Schotterbänke sind also die Kinderstuben dieses Flussregenpfeifers. Mhm. Und da braucht er also absolute Ruhe, dass er die Brut erfolgreich aufziehen kann. Also Quincy, ist nichts für uns, gell? Wir bleiben schön da. Aufpassen. Psst. Unsere Reise geht jetzt weiter und die nächste Station ist Innsbruck. Sie ist die größte Stadt am Inn und wird beschützt vom mächtigen Karwendelgebirge. Innsbruck war ja eine Lieblingsstadt der österreichischen Kaiser. Und dazu passend erleben wir jetzt, da freue ich mich ganz besonders drauf, die Original-Tiroler Kaiserjägermusik mit dem Kaiserjägermarsch. Liebe Zuschauer, stellt euch vor 200.000 Jahren war das alles Gletscher. Praktisch vom Engadin bis hinaus nach Bayern. Das wäre natürlich für mich eine ganz tolle Sache gewesen, mit den Skiern von St. Moritz bis nach München rauszufahren. Ja, wie dann die Eiszeit vorbei war, der Gletscher retourgegangen ist, ist das Inntal übergeblieben, das wunderschöne Tal mit seinen Inn. Dann haben sie die Leute angesiedelt, drüben wie herüben. Und der einzige Weg über den Inn war damals nur machbar natürlich mit dem Boot. Erst im Jahre 1170 haben sie eine Brücke gebaut. Durch das ist auch der Name entstanden. Innsbruck. Brücke über den Inn. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einer ganz tollen Kollegin, mit der Angela Wiedl. Weiß nicht, was wird sein. Das Leben leer, deshalb komm,
ja komm zu mir. Nimm mich ganz fest in deinen Arm. Zehn Kilometer flussabwärts von Innsbruck liegt Hall in Tirol, eine wirklich wunderschöne mittelalterliche Stadt mit ganz besonderen Bewohnern. Sie hausen nämlich im Münzturm, im obersten Stockwerk. Das sind die Turmfalken. Früher waren sie in jedem Dorf und in jeder Stadt zu finden. Jede Kirche hat ihren eigenen Falken gehabt. Heute geht der Lebensraum für diese sympathischen Vögel mehr und mehr verloren. Gerade durch diese moderne Architektur der Häuser, durch die glatten Fassaden, haben sie eigentlich keine Nischen mehr zum Nisten. Zu viel Perfektion ist nicht immer gut. Und wenn wir nicht jedes Loch zustopfen würden, dann würden auch die Vögel wieder einen Platz ganz in unserer Nähe finden. So wie hier in Hall. Da im Turm sind sie willkommen. In diesem Münzturm wurde also der erste Silbertaler der Welt geprägt. Und dann aus dem Namen Taler ist der Name Dollar entstanden. Also Quincy, jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Ja. Ja. Ist das nicht bärig? Mein eigenes Geld. Der ultimative Nachfolger vom Dollar und den Silberdollar ist der Hansi-Dollar. Ha, Quincy, und dir werde ich den auch geben als Glücksbringer, gell? Werde ich nachher ums Halsbandl umgehen. Ja, wenn dieser so ist, dann mache ich natürlich noch ein bisschen weiter, das gefällt mir ganz gut. Und wenn auch die Münchner Zwietracht mein Geld nicht mag, ist dann selber schuld. Der Sage nach ist der größte Einwohner von Wattens am Inn dieser Riese. Die Leute erzählen, dass er durch die ganze Welt gewandert ist, bevor er nach Wattens wieder zurückkam, um die berühmten Kristallwelten zu beschützen. Und die,
die sind wirklich was ganz Besonderes. Das Gipfelkreuz der höchsten Berge. Ich durfte durch den Garten Eden gehen, mit all den Wundern dieser Erde. Doch wenn ich sagen soll, was mir das Schönste ist, es ist ein lächelndes Gesicht. Amore mio, du bist schön, so wie ein Sonnenstrahl am Morgen. Den Menschen, die uns beide sehen, bleibt meine Sehnsucht nicht verborgen. Amore mio, tu und ich, wir sind ein Herz und eine Seele, in einem Leben ohne dich wär keine Liebe mehr. Die dunklen Wolken fort, die unseren Alltag manchmal trüben. Und manchmal findest du ein Zauberwort, um alle Sorgen zu besiegen. Die Welt ist wunderbar, solange es dich gibt, ich bin so sehr in dich verliebt. Amore mio, du bist schön, so wie ein Sonnenstrahl am Morgen. Den Menschen, die uns beide sehen, bleibt meine Sehnsucht nicht verborgen. Amore mio, tu und ich, wir sind ein Herz und eine Seele, in einem Leben ohne dich wär keine Liebe mehr. Sommer am grünen Inn, das ist schon auch was Spezielles. Aber nicht allein Quincy gefällt diese Sommerzeit. Nein, den Markus Wohlfahrt und den Klostertalern. Gell, Quincy? Schön haben wir es da. Viel zu lang war's draußen kalt und trüb, viel zu lang hab ich die Kassonne gespürt. Langsam kommen schon die ersten Schwalben. Der Tag wird lang, die Nacht wird kurz, im Wald riecht mal das frische Holz. Und in mir fängt alles zum Brennen an. Du, der Sommer ist jetzt nimmer weit. Viel zu lang hab ich schon gewartet auf diese Zeit. Sommer dann da ist, die Luft warm und lau. Wenn das Leben so nah ist, dann kribbelt's im Bauch. Wie wird Juhu
ins Blut. Der Bergwind macht mir die Gedanken klar. Ich schau zu, wie das Wasser runterrennt und sich den Weg durch Felsen nimmt. Und die Sonne brennt mir auf meine Haare. Du, der Sommer ist jetzt immer, nimmer weiß. Viel zu lang hab ich schon gewartet auf diese Zeit. Wenn der Sommer dann da ist, die Luft warm und lau. Wenn das Leben so nah ist, dann kribbelt's im Bauch. Liebe ich Jojo, wie der Wind auf der Höhe. Liebe ich Jojo, und der Wind mit dir. Hey, 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 Sie, weißt du eigentlich, wo der Regen herkommt? Die Frage ist zu leicht für dich. Ist gut. Nein, ist ja ganz klar, er kommt aus den Wolken. Ist ja ganz klar. Aber er kommt auch aus jedem Wasser unserer Erde. Jetzt kommt da ein bisschen viel rüber. Diese Tropfen aus dem Inn, die landen nach einer langen Reise im Schwarzen Meer. Dort werden sie irgendwann einmal verdunsten und am Himmel Wolken bilden. Später fallen sie dann zurück auf die Welt. Und alles, was diese Tropfen aus dem Inn mitgenommen haben, kommt mit dem Regen wieder herunter. Das Gute wie auch das Schlechte. So einfach ist es. Vom Regen handelt auch das nächste Lied. Ein wunderbares Liebeslied von der Angelika Milster. Uns Rosen streut. Solang ist Lieben leicht und stärker sein als stark ist deine Kleinigkeit. Doch wenn der Wind sich dreht, der Alltag Stürme sieht, dann braucht die Treue Mut und jede Zärtlichkeit muss sein wie ein Gebet. Wenn der Regen fällt über deine Welt, ja, dann zähl auf mich. Ich bin da für dich. Wenn der Regen fällt, von Zuversicht betäubt. Und kommt doch irgendwann das Dunkel schwarz und schwer, ja, dann hab keine Angst, denn ich bin deine Frau und bin es immer mehr. Yeah.
Eine der letzten Stationen vom Inn im Tirolerland ist die Stadt Kufstein mit ihrer Festung. Und hier über dem Kaisergebirge zieht der mächtige Adler seine Kreise. Der König der Lüfte, ein faszinierender Vogel. Für die internationale Bekanntheit von Kufstein hat auch Karl Ganzer gesorgt, als er 1946 seinen Heimatort ein wunderschönes Lied gewidmet hat, das nach wie vor bei Jung und Alt beliebt ist. Und ich sing's jetzt für euch, da am Hausberg der Kufsteiner, am Bändlein. Kennst du die Perle Tirol? Da steht hier im Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein, am grünen Inn. So vieles bei uns in Tirol. Ein gutes Weinberg aus Südtirol. Und mancher wünscht sich, es möchte immer so sein. Bei einem Marder und am Glas Wein. Bei einem Madel und einem Glas Wein. So nimmt man Abschied und fährt nach Haus. Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol. Mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl. Mein liebes Städtchen, lebe wohl. Und jetzt wird aufgeigt, liebe Leitl, die Zellbergwurm. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann geig ich nur für dich. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann klingt sie die schönste Melodie.
im ganzen Tal. Keiner gibt Bescheid. Du bist einfach zu schüchtern. Das war's da ich allein. Drum geh heut noch zum Tanzen. Dann spiel ich dir was vor. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann geig ich. Dann geig ich nur für dich. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann klingt sie die schönste Melodie. Wenn ich geig, dann geig ich. Die Dirn, dann schau mal zu. Dann geig ich für die schönste. Mama, ein Madel, wird nicht um mich geschaut. Wir sind einfach zu schüchtern, das war's ja jeder da. Drum spielen wir immer weiter, das war schon immer so. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann geig ich. Dann geig ich nur für dich. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann klingt sie die schönste Melodie. Wenn ich geig, wenn ich geig, dann geig ich. Die Dirn, dann schau mal zu. Dann geig ich für die schönste. Ja, wir sind in Radl da. Dieser Slogan passt auch zum Inn. Der Innradweg führt den ganzen Fluss entlang vom Engadin bis nach Passau. Er ist 520 Kilometer lang und damit einer der längsten in Europa. Hey! Ich glaube, mein Freund hat jetzt irgendwas entdeckt. Nein, das gibt's ja nicht. Biber. In den 70er Jahren sind die Biber an den Inn wieder zurückgekehrt. Und die sind ganz schön schlau. Sie bauen sich die Wohnhöhlen, die über dem Wasser liegen. Der Eingang aber liegt unter dem Wasser. Und so haben Feinde überhaupt keine Chance. Ist der Wasserstand allerdings zu niedrig, baut der Biber einen Damm und staut so das Wasser auf. Quinzi! 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 Komm mal! Ja, du bist doch kein Biber, nicht Quinzi. Bist denn du ganz narrisch? Komm, auf nach Wasserfuhr. Geh weiter. Komm, Quinzi. Komm! Die Lage von Wasserburg ist echt einmalig. Mitten in eine Innschleife hineingebaut, liegt die Altstadt wie eine Insel im Wasser. Eisener Reiseführer. Interessant. Und, lass mal schauen, was wir da was hören können. Also, los geht's. Schauen wir mal. Wasserburg war früher ein wichtiger Hafen für die Innschifffahrt. Die Schiffer waren wohl die Burschen mit einem schlechten Ruf. Mütter, sperrt die Töchter ein, die Schiffsleute kommen. So hat's geheißen, wenn die wilde Horde an Land gegangen ist. Die Wirte aber konnten sich freuen, denn im Trinken und Feiern waren die Schiffer nicht zum Schlagen. Quinzi, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen gescheiter geworden, gell? Ja, aber bei uns geht's jetzt weiter mit einer ganz flotten Polka, und zwar vom Alpenbrass Tirol. Thank you.
Im oberösterreichischen Innviertel, auf einem Plateau über den Innauen, liegt das Stift Reichersberg. Und dort leben schon seit fast 1000 Jahren die Augustiner Chorherren. Und diese hohen Herren werde ich heute abends treffen, zusammen mit dem Alfons Schubeck. Wunderschön, diese Bibliothek. Und es freut mich besonders, dass mich der Propst durch dieses Stift führt. Gern. Und Alfons, der Herr Dechen und ich haben für dich noch was Besonderes vorbereitet, weil wir gehört haben, dass du mit den Kräutern gern arbeitest. Ja, das stimmt. Und wir haben Wir haben da ein Kräuterbuch aus dem Jahr 1560. Unglaublich. Ja, das ist wirklich ein kostbares Stück. Da sind die Kräuter abgebildet, koloriert, beschrieben und dann auch die Wirkweise. Zum Beispiel da haben wir Liebstöckel. Ja, der Liebstöckel ist ja gut fürs Immunsystem. Er macht gute Gedanken und er bringt die Liebe zurück. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt zeige ich dir noch was anderes. Ja. Unseren Kräutergarten. Gehst du mit? Ja, klar. Die Kräuter haben in unseren Klöstern ja Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende alte Tradition. Ja, klar. Sowohl von der Medizin, als aber auch vom Genuss, weil man mit Kräutern gut kochen kann. Ja, ich sag dir eins, wenn er da geht, jedem kocht das Herz auf. Wenn er sowas sieht, also du brauchst keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Aromen, die ganzen Vitamine sind in den Kräutern und in den ganzen Mineralstoffe. Also besser geht's nicht. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine Küche, machst sie dir auf, gehst raus und hast einen Kräutergarten. Ja. Und da nimmst du und kochst was Gescheites draus. Kräutersuppe, bist du einverstanden? Einverstanden, meine Mitbrüder freuen sich schon. Klar, da haben wir ein Basilikum. Rühr einmal. Ah. Das ist doch ganz. Muss ich mal rühren. Ja, Wasser nährt, reinigt, vermittelt, verbindet, bewegt. Erfrischt und löst. Von uns Menschen wird es geschätzt, gebraucht, genutzt, aber auch leider verschmutzt. Und allzu oft werden diese Gewässer gestaut und begradigt. Obwohl der Mensch in die Abläufe der Natur eingegriffen hat, ist trotzdem etwas ganz Neues entstanden. Durch das Aufstauen haben sich ungewollt neue Lebensräume gebildet. Vor allem die Vögel wissen das zu schätzen. Sie brüten hier in hellen Scharen und im Frühjahr und im Herbst dienen die Stauseen regelrecht als Flughäfen für die Zugvögel. Eine Viertelmillion Vögel, das muss man sich mal vorstellen, tummeln sich hier pro Jahr vom frechen kleinen Sänger bis zum majestätischen Seeadler. Und immer mehr Wildpflanzen fühlen sich wohl hier in der grünen Au. Auch die locken die Schmetterlinge an. Und mittlerweile sind es 800 Arten. Und das alles im Europareservat Unterer Inn. Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter in einen sehr einfühlsamen Liedl, passend zu dieser wunderschönen Gegend. Mit der jungen Sängerin, mit der Nathalie Holzner. Dort vor unserem Haus, da steht ein alter Baum. Lang schon vor meiner Zeit, ist 100 Jahre, man glaubt es kaum. Wenn ich traurig bin, dann geh ich zu ihm hin, lehn mich an seinen Stamm und träume vor mich hin.
wenn es tausendmal zerbricht, denn am Ende jedes Tunnels scheint auch für dich ein neues Licht. Hör auf dein Herz und du wirst spüren, es öffnen sich immer neue Türen. Geh einfach auf sie zu, hab keine Angst, sei einfach du. Der Baum vor unserem Haus, der hat schon viel erlebt. Immer wenn ich bei ihm bin, er mir davon erzählt. Ich spüre nur den Wind, der an mir sanft vorüberzieht. Und die vielen kleinen Vögel singen mir ihr Lied. Wenn es tausendmal zerbricht, denn am Ende jedes Tunnels scheint auch für dich ein neues Licht. Hör auf dein Herz und du wirst spüren, es öffnen sich immer neue Türen. Geh einfach auf sie zu, hab keine Angst. Hör auf dein Herz, denn es lügt nicht, auch wenn es für dich ein neues Licht. Hör auf dein Herz und du wirst spüren, es öffnen sich immer neue Türen. Geh einfach auf sie zu, hab keine Angst, sei einfach du. Hör auf dein Herz. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Muskatnuss rein. Ein paar Blattl Basilikum. Ja. Die sind nämlich appetitanregend, dann sind die kräftigend und sie machen fit, Werner. Das heißt, die regen den Gehirnstoffwechsel an. Das ist gut. Gell? Ja. Du, sag mal, wo ist denn eigentlich der Hansi? Der schaut sich die Arme an. Hoffentlich versäumt er nichts. Er will schon kommen. Quincy, bist du narrisch? Da ist ein Fischotter da hinten. Den habe ich noch nie live gesehen. Schau. Wo es Fischotter gibt, ist der Fluss gesund. Der Otter hat nämlich einen Mordshunger auf Fische, Frösche, Krebse, Mäuse oder andere Beutetiere. Wenn die alle da sind, dann lebt der Fluss. Apropos, wir haben einen Hunger, gell, wir zwei. Oh, jetzt haben wir ganz vergessen auf unsere hohen Herren. Und dann Alfa und Schubeck, was wir essen gehen, komm. Fühlen Sie, auf geht's, geh weiter, komm. Also Alfons, ah, gut, super. Danke dir vielmals. Ich sag Dankeschön. Also ich muss schon sagen, mir kommt halt viel, dass du heute einmal so richtig kulinarisch entfalten hast können, da bei den Augustiner Kohlherren. Also ich muss sagen, Hansi, das stimmt. Ja, wir waren heute Nachmittag, hat er mir seine wunderschöne Bibliothek gezeigt, eine Rarität, sein Kräuterbuch gezeigt aus dem Jahre 1560. Hat natürlich inspiriert, ist klar, gell? Dann sind wir aus in den Klostergarten, in seinen Kräutergarten, haben natürlich ein paar Kräuter gepflückt, ich hinein in die Küche. Im offenen Feuer diese Kräutersuppe gemacht. Und ich habe mir gedacht, du bist viel unterwegs, weißt du, bist gestresst, da brauchst du Vitamine und Mineralstoffe. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Aber wer? Danke dafür, Meister. Ja, bitteschön. Ja. Ja, was haben wir denn da kurz? Jetzt kommt die Ergänzung zu der Kräutersuppe. Ist ein Klosterbitter mit über 40 Kräuter. Und der macht einem Menschen ein gutes Wohlbefinden. Und zu dem sind wir ja benannt. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
Dir ist gut. Ja, wir sind aber noch recht lang beieinander gesessen. Schön war's. Jetzt begrüßen wir den neuen Tag auf Schloss Neuburg. Ich wünsche mir, dass nirgendwo ein Herz vor Kälte friert, dass jeder Traum vom Glück zu einem guten Ende führt. Das Paradies auf Erden kann so nahe sein, doch niemand findet es allein. Ich wünsche mir, dass es für jeden Menschen einen gibt, für den er da sein kann und den er über alles liebt, sodass man voller Freude Danke sagen kann, denn so fang ich den Morgen an. Danke für die Liebe, danke für das Leben und für alles, was ich habe. Für die Allerliebste und für all mein Glück, lieber Gott, ich danke dir. Ich wünsche mir vom Leben, dass es bleibt so, wie es ist, dass du für mich der schönste Stern an meinem Himmel bist, dass nichts auf dieser Erde unseren Frieden stört, das ist alles Sehnsucht wert. Danke für die Liebe, danke für das Leben und für alles, was ich habe. Für die Allerliebste und für all mein Glück, lieber Gott, ich danke dir. Wo in den Flüssen die Fische springen, da sieht die Welt so friedlich aus. Und wo die Adler in Freiheit fliegen, ja, da ist unser Glück zu Haus. Danke für die Liebe, danke für das Leben und für alles, was ich habe. Für die Allerliebste und für all mein Glück, lieber Gott, ich danke dir. Danke für die Liebe, danke für das Leben und für alles, was ich habe. Danke für die Liebste und für all mein Glück, lieber Gott, ich danke dir. Lieber Gott, ich danke dir. In Passau fließen sie also zusammen, der grüne Inn, die blaue Donau und die schwarze Ilz. Und gemeinsam gehen sie die Reise an bis ans Schwarze Meer. Gekrönt wird Passau vom barocken Dom St. Stephan. Stolz schaut Awe auf den Inn. Und der Fluss hat er der Stadt wirklich Reichtum gebracht, eben durch den Salzhandel. Das Salz aus den Tiroler Bergwerken wurde mit den Schiffen bis daher gebracht. Am Scheiblingsturm wurde es dann umgeladen und auf Pferden bis weit hinein nach Böhmen gebracht. Ja, mit dem Geld aus dem Salzhandel haben die Passauer prächtige Häuser gebaut. Eine würdige Kulisse für unseren nächsten Künstler mit der goldenen Stimme, Karel Gott. Noch vor ein paar Tagen, als wir zusammen waren, hätte ich es nie gedacht, dass ich dich echt brauche, mich ohne dich verlaufe
und mir nichts mehr wichtig scheint. Weißt du wie, wie das ist, was ich fühl, wenn du weit fort bist? Was mal war, ist vorbei. Was jetzt zählt, das sind nur wir zwei. Jede Nacht, er strahlt in neuem Glanz. Jede Nacht, in der du mit mir tanzt. Jede Nacht, neue Nacht, bin ich hineingeboren. Du willst dich nicht binden, willst deine Freiheit finden. Genau so geht's auch mir. Doch zu zweit zu leben, heißt nicht, sie aufzugeben. Oh, das weiß ich ganz genau. Hör mir zu, so wie du, will ich mehr als nur glücklich sein. Was mal war, ist vorbei. Was jetzt zählt, das sind nur wir zwei. Jede Nacht, er strahlt in neuem Glanz. Jede Nacht, in der du mit mir tanzt. Jede Nacht, neue Nacht, bin ich hineingeboren. Jede Nacht, er strahlt in neuem Glanz. Jede Nacht, in der das eine nur so sehr, das bist du, überall und immerzu. Es ist schade um die Zeit und es tut mir einfach leid um jeden Tag, jeden Nacht. Er strahlt in neuem Glanz, in der du mit mir tanzt, jede Nacht, neue Nacht. Die ganze Innenseite von Passau ist geprägt vom italienischen Baustil. Nach mehreren Bränden im 17. Jahrhundert wurde die zum Inn gelegene Sonnenseite der Stadt von italienischen Baumeistern wieder aufgebaut. So wurde Passau zum Venedig von Bayern. Diese Schönheit wird aber auch von der elementaren Gewalt des Wassers bedroht und immer wieder haben katastrophale Hochwässer Passau heimgesucht. Ja, dabei kann der Inner so nett sein, wie hier am Wittelsbacher Brunnen. Da ist er als Lausbub dargestellt, als frecher, kleiner Engel mit Trachtenhut. Gut drauf sind auch meine nächsten Gäste. Sie spielen jetzt den Frühlingsstimmenwalzer hier aus Passau. Das Sinfonieorchester vom Gymnasium Freudenhain. Thank you.
Ja, von der Feste Oberhaus werfen wir einen letzten Blick auf den Grünen Inn. Und er hat uns ja wirklich eine wunderbare Zeit beschert und ich glaube, er hat uns auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Er hat uns gezeigt, dass wir richtig stolz sein können auf unsere Welt. Auf die Wunder der Natur, auf die Kunstwerke, auf die Handwerke, auf die Traditionen von uns Menschen. Aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung, weil wir haben nur eine Erde, keine zweite auf Reserve. Und deshalb soll man sie schützen und hegen und pflegen, unsere Erde, so gut es nur geht. Das Leben ist wie ein Fluss. Du triffst Weggefährten, du lernst Menschen kennen, du trennst dich wieder, du erlebst Geschichten. Dann begreifst du dich am Ende ein klein wenig mehr. Ja, so ist es mir ergangen in dieser Sendung. Und ich hoffe, euch ist es auch ein bisschen so ergangen. Ihr habt es ein bisschen gefühlt. Ja, und ich sage danke. Danke, dass ihr uns begleitet habt durch diese Sendung. Und wir freuen uns schon, wir zwei, der Quincy und ich, auf die nächste. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Also, alles Gute. Hey, Quincy. Genau. Viert euch. Das Leben ist schön, wenn wir es verstehen, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Als Heimat auf Zeit für friedliche Leute, wie gut, wenn man das nie vergisst. Man lädt uns alle ein, Gäste zu sein, solange wir hier sind. Wir lieben den Fluss, die Berge, das Meer, doch uns fällt die Einsicht oft schwer. Es ist alles nur geliehen, das Leben, der Wein und das Geld. Alles Schöne, das wir lieben, was uns hier auf Erden gefällt. Es ist alles nur geliehen, auch dieser schöne Tag. Darum lasset uns feiern, solange es geht. Das Leben ist doch schön. Und wenn wir unsere Schulden bezahlen, wird's im Himmel weitergehen. Zu nehmen ist schön, zu geben ist Glück, da sind alle Menschen sich gleich. Wer immer du bist, wie viel du auch hast, nur Liebe macht dich wirklich reich. Was sind schon Gut und Geld? Was ist ein Schloss aus goldenen Mauern? Wir zwei haben uns die Liebe geschenkt, das Schönste, wenn man bedenkt. Es ist alles nur geliehen, das Leben, der Wein und das Geld. Alles Schöne, das wir lieben, was uns hier auf Erden gefällt. Es ist alles nur geliehen, auch dieser schöne Tag. Darum lasset uns feiern, solange es geht. Das Leben ist doch schön. Und wenn wir unsere Schulden bezahlen, wird's im Himmel weitergehen. Es ist alles nur geliehen, das Leben, der Wein und das Geld. All das Schöne, das wir lieben, was uns hier auf Erden gefällt. Es ist alles nur geliehen, auch dieser schöne Tag. Darum lasset uns feiern, solange es geht. Das Leben ist doch schön. Und wenn wir unsere Schulden bezahlen, wird's im Himmel.